Dank aan Angelo. Sag, wel hebben jullie de ganze Tambour für einen Kreuzlingen mitgenommen? Nur een Teil, nur een Bruchteil. Maar dank je vielmals, die waren wirklich super gewesen. Ja, grosser Applaus. Tambour für einen Kreuzlingen. Seht man ehrlich gesagt, nee, was ist jetzt da Wasser und was sind Tränen? Bist du schon sehr gerührt? Ja, und Schweiß kommt auch noch dazu. Angelo, man würde ja nicht denken, DJ Bob, oder? Die sind vorhin hinter der Bühne gestanden und gesagt, das letzte Mal sind wir besser gewesen. Und jetzt bringen sie eine Show. Nein, nein, meine Herren, keine Angst, meine Damen und Herren, Entschuldigung. Trotz eurem einarmigen Bandit, der immer noch mit dem Schlüsselbein gebrochen auftritt. Gell, du bist Rechtshänder? Das heisst, du musst sogar mit einem schwachen Arm müssen, den Takt angeben. Grosser Respekt für das, es war nämlich nicht leicht. Dankeschön. Trotzdem einarmig am Bandit, der übrigens auch Ausstrahlung massiv dazu gewonnen hat in den letzten Monaten. Wie ihr alle, wo ich euch das erste Mal auf der Bühne gesehen habe, sind ihr wirklich reingelaufen und haben gedacht, was machen wir eigentlich da? Und ihr habt euch dermassen gesteigert in den letzten Monaten. Das ist Fleiss, das ist Disziplin und das ist auch Ideenreichtum. Was dir uns schon alles gezeigt haben in den letzten Wochen, das ist unglaublich. So macht man eine richtige Show. Das sind alles deine Schüler, oder? Perfekt, perfekt. Nur weiter so, wir haben noch Platz. Die folgen noch richtig. Und da ja das die letzte Sendung von der grössten Schweizer Talent ist, für längere Zeit, sage ich mal, traue ich mich jetzt auch etwas zu sagen, was ich sonst nicht würde sagen. Oh, Achtung. Willkommen in der Top 3. Aber es ist ja noch brutal, wenn die Lehrer schon so perfekt sind, oder? Für die Schüler. Die machen das ganz so gut. Ah. Sind stolz auf unsere Schüler. Christa, haben Sie dich auch so umgehauen wie alle anderen hier in dem Raum? Ein grosses Vorbild, aber was ihr macht, ist unglaublich. Es ist innovativ, es ist cool, es ist frech, es ist jung, es ist einzigartig, es ist sexy, ja. Es ist einfach perfekt. Wieder mit Wasser, diese Kampf, die ganze Choreografie tipptopp. Und das Schönste ist, man muss nicht nach New York fliegen, um euch zu sehen. Ihr seid Schweizer! Ich nehme jetzt mal an, dass wenn Sie es hätten können, dann gäbe es hier zu Kreuzlingen eine Freinacht. Roman, du bist ja eigentlich Fan von der ersten Stunde, kann man sagen. Ja. Schon von Anfang an als Talent erkennt von Ihnen. Ich suche nicht wie meine Gespöndchen da, die ihre Gage durch Redezeit mitmachen. Ich passe es einfach so an. Ich verrecke schier. Ich schwöre. Es ist einfach so scharf. Es ist so scharf. Man muss vielleicht mal. Übrigens habe ich gemerkt, ich habe meine Krawatte ja völlig uncool an, oder? So treibt man die Dinger. Ja, wie mache ich jetzt das? Eben Vorbilder. Ein lockerer, so. Irgendwie. Aber los, jetzt, die Frage ist ja, wie lange könnt ihr, also könnt ihr eine Show machen, die länger geht? Und stehen ihr das durch? Das ist ja auch anstrengend. Wie lange kann man da so Show schauen? Also langweilig ist es uns nicht. Und ich glaube, auch unsere Zuschauer wird es auch in Zukunft nicht langweilig werden, wenn sie uns gerade sehen. Wir haben noch viele Ideen. Aber ich spiele nicht nur auf der Straße. Hört mal auf! Nur weil ihr ein Trümmeli habt, so saublöd tun. Drei Stunden später. Weißt du was? Also, ich hoffe gleich, dass es nicht zu sehr schwul macht. Das ist so der lästige Vuvuzela-Effekt, oder? Einfach, wenn alle das Gefühl haben, sie müssen auch noch ein bisschen trommeln. Also gut, aber eure Shows kann man schauen. So, das gibt es nicht nur auf der Straße von Kreuzlingen, sondern ihr habt Shows. Wir haben einen Haufen Shows in Zukunft. Ich komme an die nächste. Haben wir mal eine? Ich komme. Nur mal kommen. Ja, cool. Super. Also, grossartig. Also, ein grosses Dankeschön nicht nur an euch, sondern auch an den Tambourenverein Kreuzlingen, der euch tatkräftig unterstützt hat.